Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Happy Dimension Neptunia U Action Unleashed. Ich bin es heute, nämlich SimmerFX. Wir haben beim letzten Mal endlich Arc Nummer 3 erreicht, nach einiger Wartezeit und einigen Sucherei, dass wir irgendwann mal Quests finden. Was müssen wir hier machen? Huge Dogel Level 20. Ja, Huge, das ist, weißt du, das ist Zwerg hier. So, wir nehmen den Gekiko, die haben wir mit der mal eine Weile nicht mehr gespielt. Und Blanky, Girl. Da sollte man die Quest eigentlich hoffentlich locker schaffen. Ja, beim letzten Mal haben wir, wie gesagt, Akt Nummer 2 beendet, sind nun in Akt Nummer 3. Unsere Freunde wundern sich, woher diese ganzen Quests auftauchen. Jemand muss ja für sie verantwortlich sein, dass hier auf einmal so viele Monster entstehen und so. Und unsere Freunde haben so rettweise angenommen, dass es hier, denke ich, von Mitsu sind, die für die Quests und die dem Monsteransturm verantwortlich sind. Aber, das würden doch, die würden doch unsere beiden lieben Reporter niemals machen, oder? Naja, ich hoffe nicht. Ohne den Gekiko spielt sich noch halb so lustig. Ja, und was war da noch so? Ansonsten halt wieder Gelabere, alles mögliche, Neptuns mit ihrem Standardspruch. Ach, warum sollen wir uns darüber Gedanken machen? Wir machen einfach alles platt, dann gibt's keine Probleme mehr. Also Neptun sollte Politikerin werden, definitiv. So, jetzt werden wir hier noch kurz die Quest hier erfüllen, dann werden wir, würde ich sagen, uns einige City-Watch-Events anschauen. Davon haben wir jetzt einige freigeschalten, wieder mal hier zu Beginn des neuen Arktes. Und dann schauen wir mal, was es noch gibt. Endlich können wir mal aber wieder gescheiten Nebenquests machen, weil wir hatten jetzt und sind ja wirklich die Nebenquests ausgegangen. Das ist schon echt traurig. Also wir hatten jetzt, beim letzten Mal haben wir alle Quests gehabt, bis auf eine mit, also man muss wirklich alle Quests erfüllen, so habe ich wirklich das Gefühl, außer eben Quests, die charakterbezogen sind. Also weil die einzige Quest, die wir ja nicht machen mussten, das war eine Quest mit Ram und Rum und eine mit Word und Blank und Noir. Also bis auf die Quests, die eben auf Charaktere bezogen sind, muss man wirklich alle Quests machen, um weiterzukommen. Naja, ist ja nicht so schlimm, wir machen die ja eh locker fertig. Ich sage, wir sind so furchtbar über Level, Leute. Ich schaue ja immer gerne auch mal so ein, zwei andere Let's Plays, einfach nur um mal zu schauen, wie weit ich ungefähr in dem Spiel bin. Ohne mir da irgendwie was vorwegzunehmen. Aber man kann ja immer ungefähr bestimmen, wie weit man ist. Das ist immer ganz hilfreich. Und ich kann immer nur empfehlen, macht eine YouTuberin, macht ganz viele Walkthroughs auf Englisch. Also ohne Kommentar. Die liebe nette Wishing Tika. Nur zu empfehlen, sollte man reinschauen. Und also Leute, da habe ich gesehen, die sind 10 Parts hat die Charaktere, die auf meinem Level sind. Oh, jetzt bin ich geschockt. Das ist ja traurig, Leute. Aber ich sag ja, das war einfach dann diese Level-Session, wo mir das Spiel so viel Spaß gemacht hat, wo ich mich dann einfach hier um so 20 Level dann mit jedem Charakter hochgelevelt habe. Das sieht man halt definitiv immer noch. Aber das Spiel macht auch wirklich echt richtig viel Spaß. Habe ich ja schon mal gesagt, das sind einfach diese Muse-Spiele. Spiele ist einfach so unspektakulär, theoretisch. Leute, was machen wir denn? Vierk, Vierk, Dreieck. Dreieck, Dreieck, Dreieck. So, Dreieck, Dreieck. Und das war's. Super. Dann Special Move. Eigentlich ist es so ultra unspektakulär, aber irgendwie macht das halt einfach Spaß. Es ist einfach so. Und übrigens, weil hier noch Ram, Rom, Neptun hier darüber geredet haben, was die Gegner, was dahinter stecken könnte, hinter diesen Quest. Was Ram hat ja gemeint, nichts Süßes. Sind etwa die kleinen Dogos nicht süß. Und die haben auch keinen Hals. Haha. Also Leute, ich glaube, es steckt ein riesiger Dogo dahinter. Oh, Custom Break. Ein richtig tiefer Kratzer. Sieht man kaum. So. Ah, Leute, Tense und Tremble ist eine super Attacke einfach. So. Aber jetzt wechseln wir kurz nochmal zu den Gekiko. Ah, ich hoffe, dieser Riesendogo spawnt jetzt mal. So. Wir müssen immer mehr Gegner besiegen. Früher musste man maximal so 100 Gegner besiegen, damit dann die Bosse gespawnt sind. Und jetzt sind wir jetzt schon mal 321 und es ist immer noch keiner gespawnt. Aber naja, wir haben ja den Gekiko, da rock mal das. Zack. Zack, zack. Oh, Leute. Der Gekiko ist halt immer ein richtig toller Charakter, weil sie halt so agil ist einfach. Das ist halt immer das Nonplusultra bei ihr. So. Wechsel mal kurz sehen. Und dann so, nehmen wir in den HDD-Modus. So. Weil die größeren Gegner besiege ich immer gerne mit Blank, weil dann erhält sie nochmal hier schön Erfahrungsboost. So, zack. Aufpassen. Oh, unsere Anzeige ist ja ganz voll mit beiden Charakteren. Also die war mit Blank ganz voll. Ist immer noch ganz schön groß, ganz schön voll.
Und mit Dengeku sieht er auch ganz voll. Ach, super. Sehr, sehr gut. So. So, ich schätze mal, wenn ich den besiegt habe, dann spawnt er. Dann spawnt unser kleiner, süßer Kerl. So, was machen wir? Tencent Tramble, mach mal. Ja, aber ich mache auch die Gegner so alle, da wird meine Anzeige direkt wieder aufgefüllt. So, bist du down? Immer nur nicht. Komm schon. Im besten Fall besiegen wir den jetzt ganz schnell und dann spawnt schon der Dicke. Dann kann ich nochmal einen Super-Move machen, das wäre sehr cool. Davon muss ich jetzt auch mal sterben, so. So, das war's, oder? Immer noch nicht, jetzt nährst du mich aber wirklich hier. Komm, jetzt bist du down, gell? So, jetzt muss man schauen, spawnt irgendwo was? Nicht, oder? Schade. Ah, ich hab mir jetzt gewünscht. Ach, egal, dann machen wir was anderes. Dann setzen wir jetzt hier unseren Special Move an. Zack, zack. Also, definitiv muss jetzt Blank auf Level 25 sein. Das muss wirklich jetzt so sein. Wir haben mit ihr richtig viel Gegner hier in der Runde besiegt. Das reicht definitiv. Dann würde ich sagen, bis zum Ende spielen wir jetzt hier noch mit der lieben Dengekiko. Mit der machen wir die Gegner noch schneller platt. Wir müssen ja aber jetzt auch mal unsere Upgrades einsehen. Also, wir haben jetzt hier SP-Attacken, die wir ausrüsten können. Also, dann haben wir vielleicht nicht mehr nur die gleichen drei Standardattacken bei jedem Charakter, sondern vielleicht mal ein paar neue. Das wäre ganz schön. Das ist einmal 500 Gegner besiegt. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass der immer noch nicht gespawnt ist. Das ist lächerlich. Da hinten ist... Ah, da. Und da ist der Riesendogger. So, Bandmas. Ja, yeah, Leute. Bandmas. So. Zack. Was war das Höchste, was wir an Schaden gemacht haben? 7 Millionen, glaube ich. Könnte man, wenn wir es gescheit machen... Ah, oh, verdammt, das ist ja schon tot. Schade. Naja, geschafft ist geschafft. Aber wir hätten eben noch richtig schön Schaden machen können. Naja, wie auch immer. 9.999.000, Höchstkombo 1.007, Enemies 551 besiegt und 6 Mal Schaden genommen. Girlie Ultimate CPU. Dengekiko ist Stufe 42 und Blank Level 26. Sehr gut. Dann würde ich sagen, anstatt dass wir in diesem Part die ganzen City Watch Events uns anschauen, würde ich sagen, machen wir jetzt kurz mal noch die Quest mit Noah und Blank. Sie ist Level 34 und sie ist 26 und die Quest ist auf Level 27 zugeschnitten. Sollten wir schaffen. Also, ich sage, mit Noah spielt sich halt leider einfach nicht so gut. Das ist halt echt ein bisschen schade, weil eigentlich ist sie ja ein cooler Charakter und ich, sympathisch ist eben immer noch mein Lieblingscharakter hier von der Sympathie her. Aber es spielt sich einfach nicht so gut. So, 405. Ein schwarzer Dogo, was ist denn das? So. Gar viele schwarze Dogos. Gar nicht mit. So. Naja, wie auch immer. Egal welche Farbe, egal wie groß, down kriegen wir sie alle. So, besonders wenn wir hier unsere Amazone hier haben, die liebe nette Noah! So, aber Blanky Girl kann auch mal ein bisschen draufhauen. Wir haben ja jetzt gesehen, dass wir eigentlich was drauf haben. Aber wir müssen unbedingt auch, das habe ich vergessen leider, mal bei ihr auch die Ausrüstung ändern, weil es ist halt echt dumm, wenn sie immer dieselbe Ausrüstung hat. Natürlich kann sie dann nicht so viel Schaden machen. So, 60 Gegner haben wir besiegt, fehlen nur noch 400. Könnte noch eine Weile dauern, naja. So, der Dogo, der hat keine Reaktion, wenn wir da die ganze Zeit auf ihn draufhauen. Ganz schön fies. Aber der greift doch nicht an. Das ist ein süßer Kerl. Der bewegt sich einfach nur ein bisschen. Hupft da rum. Lacht immer. Also ganz ehrlich, das ist doch kein Monster, Leute. Das sind einfach nur putzig, die Dogos, oder? Sag mal, findet ihr? Die stellen eine echte Bedrohung dar. Irgendwie nicht, oder? Aber was machen sie? Sie lachen, sie hüpfen. Und dann schlachten wir sie hier einfach ab. Ganz schön grausam, wenn man sich so überlegt, gell? So, gehen wir mal kurz in die andere Area. Ob da mehr Gegner spawnen? Schlecht. Ganz schlechte Location. Das spawnen ja noch mehr Gegner. Noch mehr fiese Gegner hier. So. Das Problem ist halt immer, wenn da so Boss-Gegner kommen. Natürlich kann man die besiegen. Das ist kein Problem für uns. Das Problem ist einfach nur, es dauert einfach viel zu lang. Und wenn wir 450 Bosse besiegen, dann hängen wir da 100 Jahre dran. Also ich meine halt so, wenn wir so hier die Standardgegner schön platt machen, das ist tausendmal besser, als wenn wir die ganze Zeit auf die Bosse gehen. Und die Dogos, den kann man immer schön ausweichen, auch wenn sie riesig sind. Im Gegensatz zu diesen Robotern. Diese großen Roboter sind echt ganz schön fies, weil die immer so weitreichende Attacken haben. So, hat eigentlich mal jemand von euch den HDD-Modi an? Ja, ey, Witz. Das ist Sprachsteuerung einfach, Leute. Ihr merkt es. So. Zack. Machen wir noch Volcano hier. So.
Aber das, schau dich mal an, wie wenig Leben wir dem abgezogen haben. Also wir gehen jetzt nicht effektiv auf ihn, aber trotzdem, dass wir so wenig Leben abgezogen hat, wundert mich schon ein wenig. Aber wir machen jetzt, wundert mich gar nicht mehr, denn jetzt machen wir erstmal alle platt. So, der Move in ihrem Super-Move ist so gut. In ihrem Super-Modi ist so gut. Zack, hochhauen und dann so ein Tornado. Zack, das ist Viereck, Kreis, Viereck, Dreieck, Dreieck. So, macht man das. So, zack. Wie viel haben wir? 200. Okay, wir haben fast die Hälfte. Haben wir schon geschafft. Das ist gut. Noah geht jetzt auch in den HDD-Modis. Und dann würde ich sagen, zack, machen wir den Riesendogo alle. Ich hoffe, dann spawnt nicht noch was Fieses oder zwei von denen. Das wäre nicht so gut. So, das war's schon. Gut, wir sind jetzt bei 226, die wir besiegt haben. Das heißt, wir haben jetzt die Hälfte der Gegner besiegt. Und wir haben auch dann Noah noch in dem HDD-Modi. Setzen wir den gleich ein? Ach, wieso denn nicht? Wir haben es doch, Leute. So, und sie ist ja in ihrem HDD-Modi. Das ist ja unsere Eisprinzessin hier. Unglaublich stark. Das dagegen kann man echt nicht sagen. Also, in ihrem... Ich muss sagen, normalerweise gefällt es mir nicht so, mit Kostümen rumzuspielen. Weil dann sehen sie mal anders aus und dann fallen die einem irgendwie nicht immer so. Aber, ey Leute, Noirs, also was wir da hergezaubert haben mit ihrem, mit diesem Eisprinzessin-Ding, das sieht echt super aus. Finde ich schon persönlich, oder? So, wartet mal. Ah, verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich nur in die andere Area und die zwei Bossgegner da schaden, aber wir hätten immer geklappt. Deswegen hauen wir da kurz nochmal drauf. Wie sie es immer so, guck mal, zack. Schnips und alle down. So, jetzt haben wir den Großen hier besiegt und jetzt sind hier noch kaum noch Gegner da. Ist ja langweilig. So, komm. 116. Ja, also die Quest hätten wir auch locker eigentlich nur mit Noah geschafft. So, 100 Gegner noch. Gehen wir in die andere Area? Wollen wir da noch ein bisschen Action haben? Ich würde sagen, wir warten noch kurz, bis Blank ihren HDD-Modi auf hat. Ich glaube, den hat sie sogar schon aufgeladen. Und ja, genau. Davon habe ich doch geredet. Oder wir hauen hier einfach schön drauf, weil wir können hier nochmal... jetzt... warum bin ich jetzt aus dem HDD-Modi raus? Aus meinem Combo raus. Egal, gehen wir hier noch hin. Wir wollen ja ein bisschen Herausforderung haben, sonst ist das langweilig, oder? So, und wir wollen ja hier auch die großen Kolosse zu besiegen, denn ihr kennt ja meinen Lieblingsspruch. Umso größer, umso besser, wenn sie mich die ganze Zeit abhauen würden. So. Übrigens, eine kurze Sache einfach mal. Finde ich ja eigentlich ganz lustig. Kompel hat ja noch ein anderes Spin-off hier dieser schönen Reihe angekündigt. Und zwar ein Spiel, was sich über Blank und Neptun drehen wird. Ganz merkwürdig. Das heißt irgendwie Blank und Neptun versus Zombies oder so. Irgendwie sowas war das. Und es dreht sich also um Blank und Word, die eben dann ja auch so actionmäßig halt kämpfen müssen. Jetzt bauen wir einfach nachher. Ja, dann gehen wir zurück, weil das lohnt sich nicht. So, kommt, spawnt meine kleinen Dogos. Und eigentlich ganz lustig, also es ist auch so ein Hacken-Slash-Spiel hier, wie eben hier dieses schöne Spiel. Aber es dreht sich halt dann größtenteils um Blank und Word und es hat auch einen Koop-Modus. Aber ich weiß nicht, für welche Konsole es erscheint. Also für die PS Vita, leider müsste man dann sagen, dass es nicht so effektiv wäre. Weil Leute, wer bitte hat schon eine PS Vita und ein PlayStation Vita TV? Bin ich, glaube ich, der Einzige. Aber ich sage immer noch, großartiges Ding. So, jetzt spawnt hier niemand mehr, oder? Dogos. Ach, verdammte Dogos. Wir müssen jetzt echt nochmal hier 45 Gegner finden. So. Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich würde sagen, wir gehen einfach nur auf die Röhren. Weil diese Roboter nochmal zu besiegen ist nervig. So, ah, ihr seht, das meine ich an diesen Robotern. Das Fiese einfach nur sind ihre ganzen Flächenattacken. So, genau so. Da treffen sie dann über die ganze Area. Oder warte mal. Hatte ich schon... Ja, genau das wollte ich nämlich. Ein Costume Break. Dann transformieren wir uns nochmal. So, 19 sind es nur noch. Hauen wir auch ein bisschen auf die drauf. Zack. Dann hauen wir die weg. Jetzt haben wir nochmal ein Costume Break. Es geht so schnell, Leute, wenn man das Fanservice-Kostüm anhat. So. Komm. Oh, aber jetzt ist... Ach, jetzt ist ja unser... Ey, das ist ja hammergeil, Leute. Costume Break. Jetzt... Scheiß Gegner, Mann, haut doch ab. Mag euch nicht. So. Nein! Na, schade, ich hätte noch gerne einen super Attack ausgeführt. Ah, ich kann auch mal auswählen. Sehr schön. Wir haben eh schon gewonnen, aber wurscht. Das ist echt praktisch, Leute. Costume Break.
in den HDD-Modus gehen, nochmal ein Costume-Break bekommen im HDD-Modus und schon hat man die Anzeige voll. Das ist echt super. So, Godly Ultimate Cyberian Noir ist Level 37 und Plank Level 28 und wir sollten jetzt erstmal eine kleine Cutscene bekommen, oder? Und Level 2 Sympathie. Yuppidubidu. Now loading. That was a bit of a challenge, but it was no match for us. Agreed. I couldn't let a monster like that run loose. I owe you my thanks, Noir. So, you have it. I thought it was what had to be done, and we just happened to have the same opinion. It wasn't for your sake. You're way too severe, though. It was being a nuisance, but I think we could have let it escape. Oh, really? I assumed you'd end up taking care of it on your own if I didn't do it. I'm not as severe as you. Just know that if something like that happens again, I'm going to help. When you agree to help me with killing a monster, doesn't that make us equally severe? Now loading. Ihr beide seid so severe. Gut, ich würde sagen, wir machen nun einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Hyper Dimension. Wir widmen uns neuen Quests und schauen, was es noch so Schönes zu tun gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.